Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Hey, so musst du aber nicht mit mir reden. Naja, gut. Ich werde das abschütteln, weitermachen. Irgendwie werde ich das schon schaffen. Nein, wir haben in der letzten Folge oder in den letzten drei Folgen die Hauptquest weiterverfolgt, haben da einiges vorangebracht und jetzt ist wieder ein guter Cut gekommen, um uns um andere Dinge zu kümmern. Unter anderem um die Nebenquests des Spiels, die wir jetzt lange Zeit beiseite geschoben haben. Und eine Nebenquest davon ist mir besonders wichtig, weil wir dadurch den besten Schwertschmied überhaupt freischalten. Nämlich Hattori. Wir haben ihn in einer der letzten Folgen auch getroffen und sollen ihm nun dabei helfen, wieder in das Schwertschmiede, ja, in den Schwertschmiedeberuf einsteigen zu können. Dafür müssen wir uns allerdings mit der Unterwelt anlegen und das könnte eventuell schwierig werden. Dafür sollen wir nach Einbruch der Dunkelheit zu den Docks gehen, um uns mit Hattoris Lieferanten zu treffen. Ihr werdet direkt sehen, dass die empfohlene Stufe weit über unserer aktuellen Stufe ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass uns das bisher auch nicht aufgehalten hat bei bestimmten, ja, Gegnern, die wir gekämpft haben zum Beispiel. Insofern werde ich das jetzt mal trotzdem probieren. Ich denke auch, das wird klappen. Schauen wir uns das einfach mal an. Es ist erstaunlich wenig los auf den Straßen von Novigrad gerade. Und ich weiß noch nicht so richtig warum. Doch jetzt kommen so langsam die Menschen zurück. Vielleicht gab es irgendwo was gratis oder so. Kann ja durchaus sein. So arm wie die Menschen zumindest hier sind, in dem Gebiet, wo wir uns gerade befinden, würde mich das nicht wundern. Wir sind jetzt im Hafenviertel von Novigrad. Und ich sehe leider immer noch nicht die Questmarkierungen. Das scheint irgendwie mittlerweile verbuggt zu sein. Ein wenig schwierig. Aber wir werden trotzdem natürlich gut durch das Spiel kommen, selbst wenn wir diese Markierungen in Zukunft nicht mehr haben sollten. Bei diesem Gasthaus waren wir ja auch schon mal, ne? Genau, da war der Kapitän. Wie sieht's denn mit dem Wirt hier aus? Was darf's denn sein? Kann der vielleicht noch was Gutes? Was gibt's denn? Verkaufen. Der hatte auch Alraunenlikör. Das ist gut. Kirschlikör nehmen wir auch mal mit. Ja, wir leiden mittlerweile ja etwas, was unser Vermögen angeht. Aber wie gesagt, das ist für eine gute Sache. Gegen diesen Wirt haben wir offenbar auch schon mal gespielt. Zumindest ist das Spielen wir Gwent ausgegraut, was ja sehr dafür spricht. Also entweder wir haben ihn besiegt oder wir haben halt verloren. In beiden Fällen wäre es ausgegraut. So, wir werden jetzt hier am Hafenviertel einmal ein wenig rasten. Oder meditieren heißt es ja. Sondern werden wir uns gleich mal nochmal zwei Absude reinpfeifen, würde ich mal sagen, ne? Zeichenintensität bei bedeckten Ausdauergenerationen in klaren Nächten. Jeder eigene Treffer erhöht die Angriffskraft, bis der Kampf beendet ist oder Schaden erlitten wird. Erhöht das Gewicht. Das brauchen wir eigentlich gerade nicht. Bei maximaler Vitalität wird der bewirkte Schaden erhöht. Man kann davon ausgehen, dass ich Leben verlieren werde. Ja, also der Ekima-Absud ist auf jeden Fall immer gut, würde ich sagen. Das kann man gut machen. Und dann brauchen wir ja noch einen weiteren, weil wir einen weiteren trinken können, ohne uns zu vergiften. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, die alchemistischen Erzeugnisse. Damit macht man insgesamt gesehen auch nichts falsch. Dann können wir nämlich beispielsweise unseren Schwalbetrank jetzt 5-mal einsetzen und das finde ich schon mehr als gut. Können wir hier sonst noch irgendwas reinmachen? Hatten wir hier nicht immer Wasser drin? Ich wollte gerade sagen, Wasser brauche ich hier schon drin. Das nehmen wir jetzt hier auch mal wieder mit rein, damit wir uns da ein bisschen regenerieren. Ja, und jetzt kümmern wir uns, wie gesagt, einmal um Schwerter und Knödel. Ich bin gespannt, was das Treffen mit dem Lieferanten uns bringen wird und ob wir Hattori wirklich helfen können. Einfach wird es nicht. Wie gesagt, die Unterwelt, es ist schwer, an die Unterwelt ranzukommen, beziehungsweise die Unterwelt hat gewisse Teile von Novigrad ja auch fest im Griff. Und wenn jetzt da ein einzelner Hexer mit reindrängt und versucht mitzumischen, könnte das vielleicht auch für unsere Freunde schwierig werden. Vielleicht zufällig Vorstellung für einen gewissen Hattori arbeiten sollen.
Genug gequatscht. Börse oder Leben, Kumpel. Was ist hier los? Ey. Ginter de Lavirak. Hi. Und du? Misch dich ja nicht ein wie ein Rülpser zwischen zwei Biergläsern. Du hast hier nichts verloren. Also nimm die Beine in die Hand und schleich dich. Das ist ja die beste Metapher überhaupt. Lasst ihn in Ruhe. Das will ich überhört haben. Jetzt verschwindet von hier, bevor mir die Lust an diesen Spielchen vergeht. Wie ich sehe, schwingt ihr nichts als harte Reden. Scheiße, lassen wir uns vom Freund dieses Schönlings Angst einjagen. Zeigen wir denen, wie die Dinge bei uns laufen. Wenn ihr wollt. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Nee, es ist wirklich nicht. Bei den ersten Treffern hätten die eigentlich schon merken müssen, dass sie ein Problem haben werden. Der ist erledigt. Ich überlege gerade, ob man vielleicht den in das Wasser schubsen könnte. Sieht aber nicht danach aus. Na gut, dann eben so. Dass der letzte jetzt nicht einfach flieht, ne? Das ist schon auch ein bisschen absurd. Okay. Kumpel, wer bist du? Vielen Dank für deine Hilfe. Das ist der einzig richtige Umgang mit dem Gesindel. Die betteln um Ärger. Und du bettelst um Ärger, wenn du zu so einer Stunde herkommst. Besonders in dem Aufzug. Ich bin geschäftlich. Das ist Victim Blaming, Geralt. Warte, du hast mir einmal geholfen. Vielleicht willst du mir ja nochmal helfen. Diesmal für mehr als nur nette Worte. Dann Du kannst mich niemals bezahlen. Dann bring dein Anliegen vor. Trag es vor. Worum geht es? Nur damit das klar ist. Ich bin weder ein Beschützer noch ein Auftragsmörder. Wie kommst du darauf, dass sowas notwendig wäre? Ich bitte dich lediglich, mich auf einen Spaziergang zu begleiten. Sollte auf dem Weg etwas passieren, dann musst du für deine Bezahlung vielleicht etwas tun. Was sagst du dazu? Naja, ich wüsste schon gerne mehr darüber, ehrlich gesagt. Weil es kann ja auch sein, dass wir hier einem absoluten Unmenschen helfen, aber... Einverstanden. Ich bin direkt hinter dir. Halte die Hand am Schwertgriff. Natürlich nur als Vorsichtsmaßnahme. Natürlich. Das mache ich immer, wenn ich spazieren gehe. Die Frau hinter uns, die sich eben reingesneakt hat. Okay, dann machen wir erstmal die Quest. Spaziergang am Wasser. Warum auch nicht? Ginter de Lavirak will irgendwo hin und braucht offenbar Unterstützung dabei. Die kann er bekommen. Wir haben jetzt hier auch einen Schnellreisepunkt bei den Novigrader Docks freigeschaltet. Oh oh. Der ist erledigt. Ziemlich hinterhältig, Freunde. Erledigt. Ich sollte nochmal Quen gleich aktivieren. Diese Männer haben auf dich gewartet, dir aufgelauert. In welche Geschäfte bist du verstrickt? Diese Männer waren Idioten. Sie haben nicht gemerkt, dass sie das Netz für einen sehr großen Fisch auswerfen. Was heißt das? Ich werde daran denken, wenn es an die Bezahlung geht. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn du jetzt die Messlatte so hochlegst und von großem Geld redest, dann könntest du ein Problem kriegen bei der Bezahlung. Das wird den Preis hochschrauben, mein Freund. War ja so klar. No. Ich brauche einmal eben Gift des Erhängten. Ja, das scheint auch seinen Wert zu beweisen. Alter. Fatality, aber sowas von. Mortal Kombat wäre stolz. So, weiter geht's. Einer von ihnen hat einen Beschützer erwähnt, der dir nicht helfen würde. Was meinte er damit? Ich habe eine Marktlücke gefunden, die ich ausnutzen möchte. Die Einzelheiten behalte ich für mich. Schließlich bezahle ich dich nicht dafür, dass du mir Fragen stellst. Ich habe noch keine einzige Krone zu Gesicht bekommen. Weil wir noch nicht am Ende unseres Spaziergangs sind. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das sind ganz schön viele. Es gab leider einige unerwartete Eskapaden auf dem Weg. Aber jetzt können wir uns endlich auf das Wesentliche konzentrieren. Wer ist der Kerl, der dir hierher gefolgt ist? Mein Gärtner. Ohne ihn gehe ich nirgendwo hin. Er bringt mir Glück. Nur keine krummen Sachen, verstanden?
Geralt sieht auf jeden Fall aus wie der Prototyp eines Gärtners. Wir warten erstmal. Gut, bringen wir es hinter uns, bevor der Winter kommt. Ich habe hier 4 Quart und kann schnell weitere 2 besorgen, wenn du mit der Nachfrage nicht gelogen hast. Ich bin Ginter de Lavirac und ich halte mein Wort. Ich hatte keine Probleme, die letzten 4 zu verteilen und sei versichert, die Nachfrage ist da. Das werden wir ja sehen. Im Moment schuldest du mir noch 5000 Kronen für die letzte Lieferung. Wir haben uns auf 4000 geeinigt und ich mag keinen Betrug. Ich würde sagen, du verzichtest darauf, es sei denn, du willst eine Hexerklinge im Bauch haben. Richtig? Moment mal. Geht es hier um Drogen? Naja, er ist unser Auftraggeber, also jetzt falsch zu sagen wäre irgendwie blöd. Ich sag also richtig. Mir ist egal, wer wem wie viel schuldet. Aber dieser Mann soll mich bezahlen, deshalb sollte er unversehrt bleiben. Hexer oder nicht, du wirst nicht alle von uns umlegen können. Willst du es herausfinden? Friede bringt Wohlstand. Streit ist schlecht fürs Geschäft. Gut, gib mir 4000. Gehen wir. Es war mir ein großes Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Das lief besser als erwartet. Sind wir mit unserem Spaziergang fertig? Ja. Und hier ist deine Bezahlung. Wer kauft dein Fistech? Eine Frage. Wer kauft dein Fistech? Oh, Freunde in hohen Positionen. Ich habe viele. Zahlen besonders gut, sind aber sehr anspruchsvoll. Das Fistech muss von höchster Qualität sein. Es war mir eine Freude. Spaziergang am Wasser dürfte damit abgeschlossen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut fand insgesamt, ehrlich gesagt. Aber es hat uns zu Stufe 17 gebracht. Und bei Stufe 17 haben wir jetzt noch eine weitere Besonderheit, der wir nachgehen werden. Aber erst, nachdem wir die Quest mit Hattori weitergemacht haben. Und zwar können wir nun endlich die Katzenschulenausrüstung tragen. Weil wir Stufe 17, wie gesagt, haben. Wir waren jetzt hier übrigens am äußersten Rand der Novigrader Docks. Und werden jetzt hier, wie gesagt, einmal gucken, dass wir Hattori treffen oder seinen Lieferanten. Wird uns auf der Karte auch offensichtlich schon als Waffenschmied angezeigt. Könnte aber auch Hattori sein. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Zwergenschnaps findet immer Platz in meinem Inventar, aber sowas von. Ich könnte eine eigene Taverne aufmachen mittlerweile, so viel Schnaps, wie ich habe. Hä? Tu doch gar nichts. Literally, ich habe nichts gemacht. Ich habe ein paar Kisten, die da rumstanden, herrenlos. Die habe ich erleichtert um ihr Gewicht. Aber ansonsten... Was ist hier los? Hattori. Hallo, das ist der Ort. Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? I was born ready. Geh voraus. Wunderbar. Komm. Genau. Krieg du die ganzen Pfeile ab. Du hast versprochen, vorauszugehen, dann mach es auch. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Ja, und er kann, wie gesagt, Materialien liefern, damit er wieder schmieden kann. Und dass er wieder schmieden kann, wollen wir dringend, denn er kann vermutlich, zumindest laut der Aussagen von vielen Menschen, die besten Waffen schmieden. Blechbursche. Oh. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh. Na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Dass die Kasse stimmen muss, da kann ich übrigens ihm nur beipflichten als Einzelhandelskaufmann, aber absolut. Bist du irre? Verhandeln wir. 25. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht.
35 ist eigentlich okay. Gut, wir nehmen das Angebot an. Aber vielleicht sollten wir... Du solltest nach Hause gehen, Elf. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Oh nein. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers, Jungs. Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Geralt, was machen wir jetzt? Die sind Level 23. Ich muss erstmal selbst klarkommen. Ich glaube, ich schmeiß mal Schwalbe ein. Nur zur Sicherheit. Und dann müssen wir aufpassen, weil wie gesagt, Level 23, wenn die uns einmal blöd treffen, dann ist es aus. Klappt aber bisher ganz gut. Out. Den haben wir auch erledigt. Da haben wir jetzt noch einen weiteren, so wie es aussieht. Ne, noch mehr. Oh, verdammt. Die Soldaten von Blechbursche sind offenbar auch alle tot. Okay, wie wär's denn, wenn wir mal eine Bombe schmeißen? Was hilft denn wahrscheinlich? Kartätsche nicht so wirklich. Tanzender Stern könnte klappen. Tanzender Stern. Tanzender Stern. Und Feuer. Der brennt und der brennt auch. Ich hoffe, Hattori ist mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden. Schnell, ne? Weg! Hier lang! Geralt, schnell! Schnell weg, bevor da noch mehr kommen, oder worauf ist das bezogen? Weil ich habe gerade Bock gekriegt, Leute. Ich kann noch mehr Zwergenmüsli zubereiten. Da habe ich gar kein Problem mit. Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? Was soll das denn heißen? Hast du gerade gesehen, was ich mit denen Vorsicht. Gemacht habe? Vielleicht sind noch mehr drin. Wo? Wo? Das müssen wir erstmal wegräumen hier. Vorsicht! Vielleicht mir nach. Ich hoffe, Hacker wird niemals erfahren, dass wir seine Leute zerfetzen hier. Huiuiui. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Habt ihr Männer? Du meinst, die kommen wieder. Ja. Meinst du, die kommen zurück? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Warum haut der denn jetzt ab? Hattori, warte! Oh Mann, warum läuft er weg? Ich mache mir übrigens mehr Sorgen um Hacker tatsächlich, denn die Beschreibungen seiner Leute, die entkommen sind, über uns zum Beispiel, werden eindeutig sein. Ich meine, wer läuft in dieser Stadt noch so herum wie wir? Keiner. Und die können uns eindeutig identifizieren, und wenn Hacker davon Wind kriegt, dann haben wir ein Problem. Man kommt nicht hier rein. Gibt's eine Hintertür? Ah, das war sowieso der Eingang hier. Warum haut er ab? Ich meine, klar, er muss Angst haben und um sein Leben, aber das ist kein Grund abzuhauen. Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein. Nein, niemals. Ich bleib bis Medin Verne hier drin. Das war wirklich nicht abgemacht. Vergib mir, Geralt. Aber das war ein Fehler.
Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich. Die bringen mich um. Tja, aber wen? Hast du jemanden im Sinn? Hast du jemand Bestimmten im Sinn? Es gibt einen Söldner, Sukros, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hackern nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Was soll das denn heißen? Jetzt die Karte auszuspielen ist ein bisschen lame, nachdem ich dein Leben ja schon gerettet habe und mich darum gekümmert habe, dass du deinen Nachschub bekommst. Also, schwierig, schwierig. Aber, ja. Dann werden wir ihm jetzt mal diese Leibwache besorgen. Wollen wir nur hoffen, dass auf dem Weg nichts passiert, also ihm nichts passiert, während wir weg sind. Denn der Angriff von Hackers Leuten ist ja eben vor kurzem erst geschehen. Und wer sagt denn nicht, dass Hacker sich jetzt gezwungen fühlt, Hattori zum Beispiel zu beseitigen? Ich hoffe nicht. Was ist denn hier los? Was soll das hier? Was soll das hier? Ey! Hört auf, euch zu prügeln, Leute! Okay, das muss er sein. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das nennst du ein Gespräch? Geht dich einen Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie? Alter, der Typ hatte noch seine Brille auf. Ich glaube nicht, dass der Schlag so hart war. Oh Gott. Ich war schneller. Könnt ihr Priester mal abhauen? Seht ihr da? Da ist tatsächlich auf der Minimap gerade das Zeichen für eine andere Quest. Ja, der hält schon ein bisschen was aus, der Typ. Aber wir werden einfach ohne Unterlass auf ihn einprügeln und kriegen ihn dann, glaube ich. Komm her, Sukros. Sehr gut. Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Das soll ich glauben? Aus dem Weg, Leute. Ihr kriegt alle sonst aufs Maul mit, das will ich nicht. Wir haben ihn. Das hat er sicher nicht oft erlebt. Dass der große Sukros einen aufs Maul kriegt. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Geralt. Sukros. Gut gemacht, Kumpel. Guter Verlierer. Ein Bierchen zur Beruhigung? Komm, wir reden drin. Ach, warum nicht, ganz ehrlich. Wenn er mich so nett einlädt. Ab in den Stör. Was bringt dich her, Geralt? Du und der Händler, weswegen der Streit? Das ist eine gute Frage. Erstmal die Hintergründe erfahren, mit wem wir es hier zu tun haben. Du und der Händler, was war da los? Ach, warum meine Schwester diesen verwarzten Widerling geheiratet hat, will mir nicht in den Schädel. Das war dein Schwager? Schweinehund wohl eher. War zuerst scheißfreundlich. Skellige Maid, wir brauchen Fässer, das wird uns reich machen. Ich habe mich drauf eingelassen. Und dann kommt er plötzlich mit unvorhersehbaren Lagerkosten, Netto- und Bruttobilanzen und was weiß ich noch allem. Man sollte Geschäft und Familie auseinanderhalten. Du sagst es, Kollege. Ja, damit fährt man gut. Ich habe einen Auftrag für dich. Mal sehen, wie er da jetzt drauf reagiert. Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn es was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden. Gefallen gegen Gefallen?
Ich bring dich um, Hattori. Ja, schätze schon. Woran dachtest du? Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Okay. Ach, verdammt. Na gut, wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Medvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Hat er seinem Schwager nicht gerade aufs Maul gegeben? Oder ist es ein anderer Schwager? Ich bin verwirrt. Aber okay, wir gehen jetzt erstmal nach draußen. Ich meine, er scheint wenigstens ein vernünftiger zu sein. Ich habe da jetzt keinen so schlechten Eindruck von ihm. Wie kommt man hier raus? Sind wir im Keller? Okay, wir sind im Keller. Das erklärt einiges. Wir müssen übrigens gleich nochmal gucken, ob wir diese andere Quest noch kriegen, die hier irgendwo auf der Minimap angezeigt wurde. Da, wir müssen einmal hier rumgehen. Die würde ich nämlich auch gerne annehmen. Die war hier vorne. Was ist hier los, meine Herren? Möge die Macht des ewigen Feuers mit dir sein. Das klingt schon mal beschissen. Hi. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Leb wohl. Vergiss es. Leb wohl. Okay. Das ist offenbar oder gehört zu einer Quest, die wir von einem Mir bleibt keine Wahl. Zumindest von einem Anschlagbrett oder so haben müssten. Aber da kümmern wir uns erst später drum. Jetzt metzeln wir erstmal diese Banditen nieder. Alter, parieren kann er gut, aber ich denke mal, er hat sich diesen Abend anders vorgestellt. So, jetzt müssen wir nochmal eben gucken. Unsere Stahlwaffe ist jetzt ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Da würde ich doch jetzt mal zwei Anfänger-Reparatursets anwenden. Dann ist die Haltbarkeit immerhin auf 75 wieder hoch. So. Wir müssen da hinten irgendwie hin. Schlangenauge. Hast du auch eine Schlangenzunge? Reden wir nicht über das, was bei mir als Schlange bezeichnet werden könnte. Ach, hier ist das. Du bist von der vulgären Sorte. Mach doch gar nichts. Was ist denn mit den Hurensohn-Leuten schon wieder los? Meine Güte nochmal. Kriegt euch doch mal ein. Sorg hier nur für Ordnung, ne? Noch einer. Reicht's jetzt mal? Oh Mann. So, dann springen wir mal hier hoch. Springen wir mal hier rüber. Brauchst du etwas, Meister? Erstes. Ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sucrus. Ich soll... Herr, meinst wohl des Wildschweins? Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Es wachsen Palmen auf skellige... Geil. Hast du ein Problem mit Sucrus? Das ist ja tatsächlich der Schwager. Ich war nur verwirrt, dass er nicht gesagt hat, ja, der Typ von E... Also, ne? Dass die Verbindung nicht sofort deutlich war. Hast du ein Problem mit Sucrus? Und ob. Mit... Met soll ich importieren? Was für eine blöde Geschäftsidee. Die Importzölle. Beim bloßen Gedanken daran schrumpeln mir die Eier. Ich hab dem Mistkerl die vereinbarte Summe minus die Hälfte der Zollgebühren gezahlt. Und eher wachsen Palmen auf Skellige. Ja, ich weiß. Okay, es wachsen aber nun mal Palmen auf Skellige. Was soll man sagen? Es wachsen Palmen auf Skellige. Jetzt zahl schon. Ist ja ein Ding. Natürlich bezahle ich Sucrus. Ist auch eine Bürgschaft in Ordnung? Einzulösen bei der Vivaldi Bank, ja? Bin schon unterwegs. Dieses zufriedene Lächeln von Geralt, weil Axie einfach völlig overpowered ist. Also Axie auf Stufe 3 sorgt auf jeden Fall im Spiel dafür, dass ihr euch jede Menge Ärger spart. Das kann man sagen. Man kann sehr vielen kämpferischen Auseinandersetzungen dadurch wirklich aus dem Weg gehen. Und dafür sorgen, dass die Leute halt, ja, im Grunde für uns dann eher sind.
Oder total nach unserer Nase Pfeife tanzen, nicht nach unserer Nase pfeifen. Das wäre ja noch schöner. So, jetzt wollen wir mal eben gucken, was Sucrus dazu zu sagen hat und ob er jetzt überzeugt ist. Der war ja unten im Keller. Ein ganz schön großes Gasthaus hier irgendwie, ne? Also zwei Ebenen sogar. Hallo. Hi, hi, Geralt. Wie geht's denn so? Ich habe dein Problem gelöst. Ich habe mich darum gekümmert. Der Händler will dir eine Bürgschaft der Vivaldi-Bank geben. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Aper Hattori, der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Na, das klingt doch gut. Sogar noch mehr Leibwächter. Und jetzt? Kehre zu Hattori zurück. Okay. Na, dann reden wir mal mit ihm. Mal sehen, was er dazu jetzt zu sagen hat, dass wir ihm eine ordentliche Leibwache besorgt haben. Ich schätze Sucrus schon als stark ein. Seinen Schwager zumindest hat er ordentlich umgenatzt. Ich weiß nicht, ob er so ein Slapping-Tournament gewinnen würde, aber er würde auf jeden Fall ordentlich servieren. Wer immer da kommt. Jetzt reicht's aber langsam mal mit diesen Scheiß-Gaunern. Man muss einfach schneller rennen als die. So, Hattori. Wir gehen schon wieder falsch. Sieht doch alles gleich aus hier. Das sind hoffentlich deine Leute. Hey, Hattori. Grüß dich, Hattori. So groß hat dich schon gefunden, wie ich sehe. Seid ihr euch einig geworden? Ja, Geralt. Ich musste ihm ein paar Äxte zu Großhandelspreisen lassen, aber das habe ich gerne gemacht. Danke. Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Lass mich raten. Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen. Aber wenn du... Nein, damit wärst du nie einverstanden. Womit einverstanden? Ich weiß zufällig, wo van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten etwas leihen. Überall diese Schätze, die in Novigrad verschollen sind, beziehungsweise irgendwo gehortet werden und um die wir uns kümmern sollen, das ist schon... In was verwickelst du mich da? Leihen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Und warum? Ganz einfach. Wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Rüstungen, Triboke, Katapulte. Na schön, na schön. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lagerhaus bei den Docks. Die Rohstoffe, die ich brauche, sind sehr schwer. Sucrus soll seine Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak. Ammoniak also. Also hat da ordentlich einer reingeschifft, oder was? Hol Sucrus und seine Männer. Die Piraten von Skellige. Hallo. Oh, Geralt. Wie steht's denn? Hattori hat einen Auftrag für uns. Super. Ich fing gerade an, mich zu langweilen. Wir sollen ein paar Kisten aus Ernst van Horns Lagerhaus leihen. Sie riechen nach Ammoniak. Klingt machbar. Ich weiß, wo van Horn seine Güter lagert. Ich werde mich mal mit den Jungs dort umsehen. Treffen wir uns beim Stör. Gut. Wann? Wenn es dunkel ist, natürlich. Bis dann. Irgendwie sieht Sucrus nicht so gesund aus. Seine Augen sind voll rot. Der schnupft wahrscheinlich das Fistech von, wie hieß er? Ginter? Ginter hieß er. Das ist die einzige Erklärung, die ich für diese roten Augen habe. Oder er zockt halt die ganze Nacht durch. Das kann auch sein. So, Ernst van Horns Lagerhaus.
Wieder am Novigrader Hafen. Ich würde sagen, dann meditieren wir einfach mal, bis es dunkel ist. 22 Uhr sollte reichen. Und dann gucken wir doch mal. Da sehe ich Sucrus doch schon. Hi, Freund. So, wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Um die kümmere ich mich. Dachte ich mir. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut, und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Eine Wache kommt mir irgendwie ein bisschen verdächtig wenig vor, als würde man einen Angriff erwarten. Naja, wir können ja wieder Axi wirken lassen. Hi, Dockarbeiter. Ich glaube, du verwechselst mich, Weißhaar. Ja, tatsächlich verwechsel ich dich. Wie er das selbst erkannt hat. Ist das bescheuert. Warum ist es... Hä? Er hat gesagt, nur eine Wache, aber es sind mehr Wachen. Da stehen noch drei. Der Händler! Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe. Verfolgst du mich, du Halunke? So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Wie redest du über mich? Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Jarpen Sigrins Freunde sind doch meine Freunde. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Abracadabra, Hokus Pokus. Ja, Pensigrins Freund, interessant. Wie läuft's denn, Meister Hexer? Suchst du in Van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Du solltest mich... Also, den zu verzaubern, finde ich moralisch, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig, weil er hat gerade so auf uns geschworen und darauf, dass wir halt in Ordnung sind. Und ich meine, er ist ein Freund von Yarpen Sigrin. Yarpen Sigrin kennen wir aus der aus The Witcher 2. Da treffen wir ihn, glaube ich. Nicht in Velen. Wie heißt denn die Zwergenstadt da noch? Ich komme gerade nicht auf den Namen der Zwergenstadt. Aber da treffen wir ihn. Und man kennt ihn auch aus den Romanen natürlich. Ach komm, ganz ehrlich, wir geben dem 200 Kronen. Viele Grüße von Yarpen Sigrin. Bei Rundurin, klau bloß nicht alles. Und schnell, greif zu, solange ich auf dem Klo bin. Das Ding ist, er wird trotzdem Ärger kriegen, weil er nun mal der Wachmann ist. Wo sind die Handwerksrohstoffe? Und in seiner Schicht das passiert ist. Und das ist eigentlich blöd für ihn. Muss richtig sein. Ja, yep, das riecht nach Ammoniak. Was haben wir hier drin? Eine Wasserflasche. Er lagert also Wasserflaschen. Gut, okay, warum nicht? Stinkt nach Ammoniak. Ja, stinkt mir richtig. So, dann haben wir hier noch eine Kiste. Perfekt. Das wär's. Dann gebe ich mal Bescheid. Ist auch eine recht langwierige Quest, ne? Aber wie gesagt, sie schaltet einen sehr, sehr guten Waffenschmied frei. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Nein. Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Sucrus, was machst du hier? Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hat dich Hattori hergeschickt? Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Aber zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. Wenn den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Sucrus, warte. Langsam, Sucrus. Lass uns reden. Ich muss meinen Schwager retten. Angriff!
Okay. Wir erledigen Van Horn. Das ist, glaube ich, hier jetzt mal das Wichtigste. Und wir müssen auch aufpassen, dass sein Schwager nicht stirbt. Das wäre schade. Nein, er ist schon tot. Nein! Ich wollte seinen Schwager retten. Jetzt kann ich das nicht mehr. Oh, die Leute von Sucrus, die schlagen sich ganz gut, aber, ne? Jetzt nicht schlecht. Und Sucrus auch. Ich hatte übrigens für einen kurzen Moment die Angst, dass Sucrus uns reingeritten hat und Ernst van Horn geholt hat. Das hat er aber zum Glück nicht. So, Ernst van Horn ist erledigt. Die sind auch erledigt. Und jetzt haben wir den letzten Banditen und prügeln ihn. Klein. Ich bin traurig wegen des Schwagers. Aber er erreicht uns noch die Hand, habt ihr gesehen? Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Er lebt doch. Sucrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Welcher Drache hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Nice. Und da torkelt ein Fistsex-Süchtiger ins Bild. Auch nicht schlecht. Sprich mit Hattori über das versprochene Schwert. Ja, und damit haben wir jetzt diese Quest-Reihe, kann man ja fast schon sagen, weil das jetzt wirklich viele Aufgaben nacheinander waren, obwohl es nur eine Quest war in dem Sinne. Wir haben sie aber damit dann jetzt wohl abgeschlossen, nehme ich an. Van Horn ist aus dem Weg geräumt. Damit dürfte die Lage für Hattori auch einfacher werden, nehme ich mal an. Hier stehen jetzt Dienste eines Schwertschmiedemeisters zur Verfügung. Du kannst jetzt, weiß ich nicht, was machen. Das wurde da jetzt nicht mehr genau gesagt. Da ist er. Hattori. Grüß dich, Aper. Geralt, du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Sucrus brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Aber die Knödel waren trotzdem echt gut. Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich. Wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage. Dann komm dein neues Schwert abholen. Nice. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber jetzt will ich auch mal gucken, was er anzubieten hat noch. Grüß dich, Aper. Grüß dich, Geralt. Ist mein Schwert fertig? Wahrscheinlich noch nicht. Was hast du denn im Angebot? Was hat er im Angebot? Oh ja, Edwin Grelofs vierte Karte, Hexerausrüstung und gute alte Notizen von Hieronymus zum Hexer Elgar. Das wollen wir jetzt beides haben. Und jetzt müssen wir aber auch mal gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen was verkaufen. Denn mein Geld geht ein bisschen flöten und das finde ich sehr schade. Und ich würde gerne ein bisschen mehr wieder haben. Handwerksmaterialien. Irgendetwas, was wir hier noch verkaufen könnten. Giftextrakt will ich... Das will ich eigentlich nicht loswerden. Das ist schon wertvoll. Monsterklaue. Ach, im Grunde brauchen wir es eigentlich nicht. Der Rennsattel kann weg. Das Silber können wir behalten. Ja, wir lassen es mal so, wie es ist. Ist da. Ja. Die Karten, die wir jetzt bekommen haben, die können wir uns eigentlich auch dann eben einmal durchlesen. Aus Sicherheitsgründen hat Elgar seine Schemas zur Verbesserung der Wolfsschulenausrüstung an verschiedenen Orten versteckt. Einen Satz hat er in einer Unterwasserhöhle unter einer Burg in Velen platziert. Einen weiteren Satz ließ er in einer Höhle südlich von Ochsenfurt. Einen dritten versteckte er in den Elfenruinen auf einer kleinen Insel im Süden Velens. Und dann haben wir Edwin Grelofs vierte Karte. Die Schrift auf dieser Karte ist mit getrocknetem Blut verschmiert und ist unleserlich. Addendum. Die Karte ist... einen feuchten Dreck wert. Das Einzige, was ich gefunden habe, sind ein paar an die Wände gekritzelte Greifensymbole. Wir werden nicht mal ansatzweise genug erhalten, um die Schulden zurückzuzahlen, die wir diesen Schnösel von Doktor zu verdanken haben. Zum Glück ist er ja jetzt Futter für die Würmer. Aber vielleicht lohnt es sich ja, in das Grab unter den Buckelhügeln einzusteigen.
Unser guter Herr Doktor hat seine Zeit bestimmt nicht damit vergeudet, nach primitiven Zeichnungen zu suchen. Da muss es irgendwo einen Schatz geben. Die erstaunlichen Fälle der virtuosen Vega. Haben wir auch noch nicht gelesen. Kann eine Hure jemals züchtig sein? So fragte Vega sich allmorgendlich und schwor sich stets aufs Neue der Welt zu beweisen, dass die Ausübung des ältesten Gewerbes der Welt keine Züchtigung ausschließt. Diese Entschlossenheit bedeutete nicht nur Schwierigkeiten für sie selbst, sondern auch für Gaspard de Brülle, den langjährigen Freund der Mutter der Vega aus persönlichen Gefallen in seinem Etablissement angestellt hatte, dem strammen Straps. Der arme Gaspard musste sich fortlaufend Kundenbeschwerden über Vegas Betragen anhören. Doch die Züchtige bestand mit eiserner Entschlossenheit auf ihren Prinzipien. Niemals war sie bei Lichte zu haben, stets wendete sie mächtig errötend den Blick ab, wenn sie eines männlichen Gliedes ansichtig wurde. Gaspards größter Kummer jedoch war die Tatsache, dass die virtuose Vega unter keinen Umständen eine Bezahlung für ihre Dienste annehmen wollte. Aha. Das ist ja mal interessant. Ja. Da haben wir ein paar neue Quests, die jetzt zu den Schatzsuchen passen für die Verbesserung der jeweiligen Ausrüstung. Und was wir jetzt nochmal machen können ist, wir gehen zum... Wo haben wir denn... Da müsste das Rosmarin-Thymian sein. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Da haben wir ja doch unsere Truhe. Und dann können wir nämlich jetzt zum ersten Mal die Katzenschuhenausrüstung anziehen. Das würde ich gerne machen als Abschluss für diese Folge. Und dann haben wir eine wichtige Nebenquest auf jeden Fall abgeschlossen. Und wann immer wir jetzt Schwerter herstellen müssen, oder generell Waffen, dann können wir das sehr gut bei Hattori machen. So. Oh, hier sind sogar Leute. Mein Gott, aber wo ist Soltan? Keine Ahnung. Der ist irgendwie nicht da. So, das war jetzt das... Ne, das ist das Vipern-Silberschwert. Wir brauchen das Katzen-Silberschwert und wir brauchen das Katzen-Stahlschwert. Die Katzenrüstung, die Katzenstiefel, die Katzenhose und die Katzenhandschuhe. Die Armbrust können wir noch nicht benutzen. So. Prägt euch Geralt noch einmal mit dieser Ausrüstung ein, denn er wird jetzt gleich anders aussehen. Schauen wir uns nochmal den Unterschied an. Ne? Plus 30 Rüstung klingt auf jeden Fall gut. Klar, wir verlieren auch ein paar Werte, aber die Gewichtung ist halt einfach eine andere. Die Katzenstiefel, die Katzenhose, die Katzenhandschuhe und Katzensilberschwert, Katzenstahlschwert. Ja, der sieht schon ein bisschen anders aus, würde ich mal sagen, ne? Wir haben uns jetzt auf Zeichenintensität fokussiert. Offenbar. Das können wir beim nächsten Mal natürlich jetzt, also jetzt auch machen. Was? Wert 7000 ist ja auch krass. Chance auf Betäuben 5%. Das ist viel. Das nehmen wir mal hier rein. Chance auf Betäuben ist sehr nice. Was hatten wir in der Rüstung drin? Quenzeichenintensität. 10%. Wobei 10% ist eigentlich... Will man das nicht eher für eine andere Rüstung aufbewahren? Ach komm. Ja. Das sind wir jetzt. Mit dieser neuen Ausrüstung. Und ab der nächsten Folge werden wir die natürlich einsetzen. Wir werden jetzt aber erstmal Schluss machen. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um andere Nebenquests. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und denkt natürlich immer daran. I want you. For an adventure.